Hallo und willkommen zu Identity 5. Mein Name ist Felix und ich spiele Smiley Face. Und wir haben einen Parfümer, einen Wildling, ein Mind's Eye und eine Priesterin mit drin. Ich suche schnell ein Raketenteil, genau das habe ich gesucht, damit meine Rakete dauerhaft geht. Und dann rüste ich noch aus, dass sie schneller ist. Ihr habt in der letzten Folge gesehen, dass ich irgendwie, also als ich zum letzten Mal mit Smiley Face gespielt habe, ist er doch irgendwie, wurde er verbrannt vom Akrobaten. Ja, jetzt ist er voller Feuer, ne? Kann man nichts machen. Nee, Quatsch. Es war mal ein Event, wo man sich ein Artier-Skin freischalten konnte und ich habe mich dafür Smiley Face entschieden. So, wunderbar. Wir erwischen direkt das Mind's Eye. Das ist ziemlich gut. Denn Mind's Eye ist so der Charakter, der am... habe ich dich? Am schnellsten dekodieren kann. Also 30% schneller, glaube ich. Wenn wir die irgendwie erwischt bekommen... haben wir eigentlich denjenigen geschnappt, der hier alle Maschinen sofort macht. Und jemand kommt schon angerannt. Ich rüste nur schnell meine Säge weiter. Meine Rakete aus. Und zwar, dass sie mehr Schaden macht. Also, beziehungsweise, man braucht länger, um sich zu heilen, wenn man getroffen wird. Oh, sehe ich da? Ich sehe ja, ja, ich sehe jemanden. Einmal. Er rettet direkt. Hab ich dich? Wen habe ich jetzt? Ah, ich hab's Mind's Eye erwischt. So, warte mal, den würde ich auch gerne eigentlich gegen den Retter. Hab ich dich? Super. So, du kommst wieder rein. Der hat ein bisschen unvorsichtig gerettet, ne? Ich meine, gut, ich spiele Smiley Face, ich rüste halt die Säge aus. Am besten sofort, nachdem ich jemanden auf dem Stuhl habe, weil das dauert ja ein Weilchen. Aber die Überlebenden sind da selten so geduldig. So, ich höre Geflüster wieder. Ich rüste meine Säge nochmal aus. So, irgendwo hier in der Nähe muss jemand rumgurken. Ich höre wieder Geflüster von hier oben. Der Wildling wurde befreit. Habe ich die Parfümerin? Super. Ich nehme jetzt mein Ei einfach mit. Einmal. Schade. Ich gehe auf die leichtere Beute. Oder auch nicht, denn der Wildling ist schlau und gut. Sehr schön. Gut gemacht, Wildling. Der hat guten Schlag getankt für sie. Das Ding ist, Wildling ist ein Charakter, der ist relativ langsam im Dekodieren. Ne? Das Weinsei, das dekodiert sehr schnell, deshalb ist es gut, das immer geschnappt zu haben. Aber der Wildling ist halt einer, der dekodiert ziemlich langsam. Deshalb er da eigentlich nicht... so gut, also ist jetzt nicht so klasse, ihn geschnappt zu haben, wie beispielsweise das Mind's Eye, ne? Deshalb versuche ich sie jetzt wieder zu schnappen, denn ich versuche hier den Dekodierprozess zu verlangsamen und jeder Überlebende dekodiert nun mal anders schnell. Und die habe ich noch erwischt, böse. So, kaputt. Du kommst mit, es ist halt auch Pech, dass ich sie mit Barbecue gesehen habe, anders hätte sie vielleicht auch noch entkommen können. Ich gehe lieber auf die, die halt so schnell dekodieren kann, dass ich da... Ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn ich irgendwie nichts mehr machen kann, weil alle Maschinen so schnell an sind. Also ich rüste wieder meine Rakete auf, dass sie schneller geht und dass sie Überlebenden länger brauchen, sich zu heilen, wenn sie getroffen sind. Priesterin, geterroschockt. Ich habe einfach gedrückt, ne? Ich wusste halt nicht, dass ich die Terrorschocke... Irgendwie das mit den Terrorschocken, das ist manchmal so eine Glückssache gefühlt bei mir. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Manchmal täuschen sie ja auch nur an. Da kann ich mir nie so sicher sein. So, das Mind's Eye stirbt gleich. Ich rüste wieder meine Rakete auf. Also ich spiele vielleicht gerade ein bisschen defensiver. So, okay, jetzt ist eigentlich egal, wen ich mir schnappe. Das Wichtigste ist halt, wie gesagt, dass diejenigen wegkommen, die super krass schnell dekodieren können. Dass man auf die halt Druck ausübt. Denn die, hier ist es halt, in Dead by Daylight ist es ja immer so, du jagst jemanden und wenn der T-Bag mit einer Taschenlampe klickt, dies, das macht, dann ist es so wie, okay, der will gejagt werden, der kann wahrscheinlich, ist wahrscheinlich gut in der Jagd, ich gehe lieber auf jemand anderen, der nicht so gut in der Jagd ist, den ich dann relativ schnell auch bekommen kann, damit ich irgendwie Druck machen kann. Und hier ist es halt so, hier gibt es halt die Charaktere, also hier steht über Mind's Eye, kann ich so gut weglaufen im Grunde. Gut, Mind's Eye kann auch gut weglaufen, ist aber halt eher ein schwächerer Charakter, wenn es darum geht, wegzurennen. Und ich finde hier niemanden. Und ein Wildling ist eher ein Charakter, der gut weglaufen kann, aber
nicht so gut dekodieren kann. Beziehungsweise da, glaube ich, auch langsamer ist. Die Priesterin wurde gerettet. So, ich schau mal vorbei. Ich bräuchte noch ein Addon für meine Rakete, dass sie unbegrenzt lange geht. Ihr seht übrigens unten immer die Raketen-Addons, die es gibt. Und immer das... Oh, dort hinten sind Spuren. Immer das erste ist ziemlich gut. Das zweite und dritte ist aber auch okay. So. Gut gemacht. Hab ich dich. Mein Blink ist aber auch wieder bereit. Das heißt, sie habe ich jetzt, denke ich, relativ schnell. So, wirfst du um. Super. Und hab ich dich. Wunderbar. Wo? Okay, das ist blöd. Der nervt mich nur. Einmal. Er kann halt mehrere Schläge mit seinem Wildschwein aushalten. Und mich entsprechend länger hinhalten. So, ich würde gern ihn noch erwischen. Super. Jetzt ist sein Wildschwein erstmal auf Abklingzeit. Ist aber gut, wenn die Priesterin die einzige ist, die jetzt gerade Generatoren macht, ist alles super. Der Wildling, wenn der halt wirklich so auf Rettungen ausgelegt ist, ne? Beziehungsweise sich so darauf konzentriert einmal. Ah, ich habe sie getroffen, das wollte ich nicht. So, habe ich dich. Das Gute ist, normalerweise wäre es halt besser gewesen, ich wäre auf die Perfumerin gegangen. Weil der Wildling einfach auf seinen Wildschwein springen kann, dann hält er wieder zwei Schläge ab und man kriegt den halt kaum. Aber in dem Fall... Okay, die ist hier durch das Portal durch. In dem Fall war es halt besser, dass ich... Ah, die wollte durchs Portal. Habe ich das Portal weg? In dem Fall war es besser, dass ich den Wildling mir geschnappt habe, weil der Wildling war tot auf dem Stuhl. Und er hatte seinen Wildschwein gerade eben genutzt. Das war auf Abklingzeit. Das hat eine relativ hohe Abklingzeit. Weshalb er da nicht sofort wieder losmachen konnte. Gut ausgewichen, gut gemacht. Ist ja richtig schlau gewesen. Wobei sie jetzt natürlich in den Keller kommt, aber sie ist, glaube ich, auch die letzte. Also beziehungsweise, wenn sie tot ist, dann öffnet sich die Falltür. Das heißt, okay, die Priesterin verrät mir gerade, wo sie in etwa steckt. Dort in der Ecke. Die Perfumerin ist noch nicht tot, okay. Ich rüste mal schnell meine Säge auf, dass sie schneller wieder ist und dass sie wieder mehr Heilschaden verursacht. So, und weg bin ich. Als Clown mache ich das halt meistens immer dann, wenn jemand auf dem Stuhl sitzt oder so, weil man selbst hat halt die Zeit nur dann. Und den Überlebenden fehlt halt die Zeit. Das heißt, sie kommen dann manchmal auch mit dazu. Und man hat dann direkt neues Ziel vor Augen. Okay, hier oben war gerade Geflüster. Die hinten irgendwo? Nee, sie war auf der anderen Seite, okay. So, die Priesterin. Wo lange rennst du? Dort hinten ist sie. Was macht sie? Wahrscheinlich gleich im Portal. Ja. Komm ich auch mit durch. Super. Ah, man ist schon ziemlich lange gestunt, ne? Und sie ist direkt wieder auf die Seite. Das Coole ist, dass man jetzt auch als Killer durch die Portale durchgehen kann. Vorher war es ja so, dass man nicht durchgehen konnte, aber mittlerweile... Ach, shit. Ich dachte, mein Speed reicht aus. Ah, ich höre die Luke. Okay, sie ist durch. Gut gespielt. Da hatte sie Glück, dass sie hier gespawnt ist. Sie hätte ja auch genauso gut auf der anderen Seite spawnen können. Es gibt hier übrigens auch feste Spawnpunkte für die Luke. Das heißt, da hatte sie nochmal Glück, dass sie hier war, ne? Okay, na gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.